Au, 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 er rennt. Seelachs-Alarm! Seelachs-Alarm am Hardanger. Boah. Oh yeah. Das große 1x1 des Seelachsangelns ist, lange sinken lassen, voll gut durchkurbeln. Bam. Moin, moin, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen aus dem hohen Norden. Ich melde mich aus Norwegen. Genauer gesagt sind wir im Hardanger Fjord. Man sieht auch die riesige Gebirgskulisse im Hintergrund. Mein Name ist Yannick Engelking und ich werde heute mal hier oben versuchen, mit dem Gutsbait auf Seelachs und Pollack zu angeln. Also kommt mal mit. Ich habe mich bewusst für diese Farbe jetzt erstmal entschieden. Das ist der Gutsbait in der Farbe IU Minnow und das kommt dem Hering sehr, sehr nah. Wir haben die letzten Tage schon Pollacks gefangen hier und die saßen voll mit kleinen Heringen. Also die Heringsartigen, Sprotten als auch, wie hießen die, Brieslinge, ne? Sprotten und Brieslinge. Und das kommt der Farbe sehr, sehr nah. Weißer Bauch, dunkler Rücken und das probieren wir jetzt erstmal mit dem 30 Gramm Kopf. Der Pollack gehört genauso wie unser zweiter Zielfisch, der Köhler, zu den Verwandten des Dorsches und beide Arten sehen sich sehr ähnlich. Um eine Unterscheidung festzustellen, schaut man sich am besten die Seitenlinie an. Diese ist beim Pollack gebogen und beim Köhler verläuft sie gerade. Zudem hält sich der Pollack stärker an felsigen Strukturen wie Bergen und Kanten auf, während der Köhler in der ganzen Wassersäule zu finden ist. Für die Suche macht es das natürlich nicht gerade einfacher. Wir haben uns hier die Felsformation ausgesucht, wo sie auf dem Echo standen die Tage. Und ich werfe jetzt immer den Felsen an, lasse ein bisschen sinken und hole den Köder dann einfach ein. Da ist der erste eingestiegen. Oh, ich habe ihn sogar gesehen unter mir, wow, wie er gebissen hat. Wow, wow, wow. Oh. Guck, der Haken hat gegriffen. Mega. Den kann ich sogar so hochziehen. Ein kleiner. Zack. Ein kleiner auf den Gutsbait. Sehr schön. Sehr, ein sehr kleiner Pollack. Cool. Aber ich glaube, da sind wir gnädig. Ne? Der muss noch ein bisschen wachsen. Was passiert? Einfach, ich dachte, ich hätte einen Hänger und auf einmal saß er. Ja, so muss es sein. Wir haben einfach an den Felsen da vorne geworfen. Oh. Nicht, dass es der Freund von gerade eben ist. Okay. Das wollen wir nicht hoffen. Wieder ein schöner Pollack. Wow. Den Gutsbait, den wollen sie. Boah. Da ist er. Auf den Gutsbait. Sind sich farblich auch sehr ähnlich. Ja, ne? Sehr ähnlich. Da sieht man nochmal, wie einfach der Fisch den Gummi runterdrücken kann. Durch dieses vorgefertigte Loch hier ist es ganz einfach möglich, dem Haken Spiel zu geben, sodass er dann frei setzen kann im Fischmaul. Das ist ja echt Ententeich heute. Da war eine Attacke. Noch eine Attacke? Ja. Noch eine Attacke? Gleich ein Biss. Noch eine Attacke? Noch eine? Ja, was ist denn? Jo, Fisch on. Ah! Ja. Attacke. Als leichte Norwegen-Kombo benutze ich hier die Salt Arc in der 3000er-Variante mit einer 0,15er geflochtenen Schnur. Und als Route die Spectre Finesse in der 2,45 Meter Variante mit 7 bis 40 Gramm Wurfgewicht. Die ist optimal und sehr, sehr schnell, die Route. Also die eignet sich auch zu Hause perfekt, um auf Zander und Barsch zu jiggen. Man hat eine sehr, sehr starke Aktion und es überträgt sich alles super in den Blank. Und dann macht sich einfach jeder kleine Biss auch bemerkbar im Handteil. Das ist optimal, um hier
ganz leicht feine Köder auf Pollack durchzuziehen. Man merkt einfach jedes Blatt, was im Wasser ist und jeden kleinen Biss. Das macht richtig Spaß. Was ist das? Kraut? Fisch on! Jupp. Fisch on, da ist was dran. Hut, nicht umfallen. Obacht. Könnte ein kleiner Knurrhahn sein. Das ist der graue. Der graue Knurrhahn? Ich glaube schon, ja. Okay. Sieht schon schön aus. Passt farblich auch sehr gut zum Köder. Ja, ne? Schönes Tier. Oh. Voll reingepockt. Jo. Ja, ab ein. Bock wie ein Knurr. Nee. Boah. Oh yeah. Oh, wow, 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 wow. Kann nur ein Pollack sein. Kämpfmächtig, was? Kämpfmächtig. Auf den Gutsbait in IU. Vor den Klippen hier. Ich glaube, hier bleiben wir doch erstmal. Das ist ein gutes Plätzchen hier. Ja. Jetzt kommt die Sonne noch raus. Jetzt kommt die Sonne noch raus. Oh, diese Fluchten, wenn die gehen, ne? Das macht Spaß. So einen Spaß. Das ist so irre, wie die abhauen. Yo. Sieht man schon was? Oh ja. Da kann man Pollack zu sagen. Genau so wollte ich es haben. Oh, schön. Guck mal, wie schön der sitzt. Und genau da haben sie sich jetzt drauf eingeschossen. Auf diese Heringsgröße. Natürliche Farbe. Hammerfisch. Schick. Cool. Kleines aufgegangen. Oh yes, oh yes. Jetzt bin ich mal gespannt, was da hochkommt. Ich habe den bestimmt eine Minute sacken lassen. Ja, ich stehe richtig tief. Oh, das ist diese 40 Gramm Rute, ne? Das ist die Spectre Finesse Sea Spin. Das ist unglaublich, ey. Das ist immer das Schöne, dass man in Norwegen nicht so dieses... beziehungsweise hier in Westnorwegen, ups, nicht dieses High-Tackle braucht, ne? Was kommt da hoch? Boah, Wal. Boah, ist das schön. Sehr schönes Tier, ne? So. Weißt du, wo die Blumen sind? Jo. Uhuhuhuhu. Läuft auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, so klein ist der nicht. Schön, live auf Kamera, ne? Das ist gut. Live bis am Hardanger. Live bis am Hardanger mit dem Gutsbait.
Sollten wir den rauskriegen, dann haben wir, glaube ich, ordentliches Filet in der Pfanne heute Abend. Ja. Der läuft immer noch. Da freue ich mich schon drauf. Und die stehen einfach so auf Vollspeed, ne? Wir lassen die lange durchsacken und dann mit Vollspeed durch die Säule zurück. Und das lieben Seelachse einfach. Schnelle Köderführung. Das sind sowieso pfeilschnelle Räuber. Sind aber auch Fische, die man erstmal finden muss. Wir haben den Vorteil hier, wir sind am Hardanger und haben eine enge Fjordverbindung zwischen zwei Fjorden. Also einen kleinen Sund. Und dadurch wissen wir einfach, dass hier Fisch durchkommt, dass Fisch da ist und dass man dementsprechend auch hier und da in der Enge des Sundes an den Kanten die Fische finden kann. Ich habe gerade gedacht, die Möwe sagt Hallo. Ja. Wie gerade erschrocken. Von links kam ein Hallo. Hallo, wir sind auch wieder da. Boah, der will noch mal. Ist hier ein Wind. Haben wir uns hier noch erstmal ein Bier verdient? Ja, ne? Denke auch. Der ist auf jeden Fall wieder besser. Würde ich mal behaupten. Boah, jetzt kriegen wir hier so richtige Da kommt er. Das große 1x1 des Seelachsangelns ist, lange sinken lassen, Vollspeed durchkurbeln. Bam, bam, bangerang. Okay, was jetzt folgt, ist die Möwenfütterung. Aufgepasst. Jetzt geht's los. Jetzt geht das Geheule los. Viele sagen, wenn du einmal in Norwegen warst, dann lässt es dich nicht mehr los. Wir können das bestätigen und wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt uns gerne jegliche Frage in die Kommentare, egal was, ihr werdet von uns hören. Norwegen, wir kommen wieder.